Ey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den amerikanischen Premium-Zerstörer der Stufe 2, die Smith, am Start. Dort werden wir uns natürlich anschauen, welche Module ich eingebaut habe. Wir gucken uns die Ausrüstung inklusive der Verbrauchsmaterialien, die Werte und die Kapitänsgelung an. Und danach springen wir noch ins Gameplay. Und ich würde sagen, wir fangen doch direkt jetzt hier mal bei den Modulen an. Dort nutze ich das Antriebsmod 1. Dann geht es weiter mit den Verbrauchsmaterialien. Dort geht es weiter ganz normal mit dem Schadensbegrenzungsteam 1. Dann haben wir den Nebelerzeuger mit 2 Aufladungen und den Motorboost mit weiteren 2 Aufladungen. Dann kommen wir zu den Werten. Dort haben wir bei Überleben 8 Punkte, Trefferpunkte 7300, Panzerung 6 bis 10 mm, Artillerie haben wir 5 Punkte. Dort haben wir 5x1 76 mm Geschütz mit einer Feuerreichweite von 7,9 Kilometern, einer Ladezeit von 3,3 Sekunden. Dauer für die 180 Grad Kehre sind 18 Sekunden. Das ist natürlich ein sehr, sehr kleines Kaliber, aber auch dort kann man bei den ein oder anderen Kreuzer Breitseite ein paar Zitadellen verteilen. Die Sprenggranaten haben einen Höchstschaden von 1100 mit einer 4%igen Brandwahrscheinlichkeit und der AP-Granatenhöchstschaden liegt auch bei 1100. Dann kommen wir zu den Torpedos. Dort haben wir 6 Punkte und wir haben 3x1 457 mm Torpedo mit einer Ladezeit von 12 Sekunden. Also die Smith, wirklich ein richtig krasses Schiff, wenn es darum geht, Torpedos rauszuhauen. Alle 12 Sekunden könnt ihr theoretisch 3 Torpedos raushauen, was natürlich super ist. Das sind natürlich nur 3 Einzeltorpedos, die ihr zur Verfügung habt, steht oben auch hinter. Aber das ist natürlich dennoch super, gerade wenn ihr natürlich irgendwelche Schlachtschiffe in der Nähe habt, da könnt ihr einfach so viele Torpedos hintereinander raushauen und ihr werdet auf jeden Fall auch so viele Flutungen und auch Permaflutungen bekommen. Das ist auf jeden Fall unglaublich. Ein richtiges Spaßschiff hier auf jeden Fall an der Stelle. Die Dauer für die 180 Grad Kehre sind 7,2 Sekunden. Torpedo-Höchstschaden ist natürlich nicht so hoch. Immerhin 8433. Die Torpedo-Erkennbarkeit zur See sind 0,9 Kilometer. Torpedo-Reichweite 6 Kilometer. Und Torpedo-Geschwindigkeit sind 57 Knoten. Die Werte, die wir jetzt hier bei dem Schiff haben, die können ein bisschen variieren von den Standardwerten, da ich leider schon meinen Kapitän darauf eingewiesen habe und diesen nicht mehr runternehmen kann, um die Rohwerte zu bekommen, die ich sonst ja immer zeige. Gerade später beim Tarnwert werdet ihr natürlich deutliche Differenzen sehen. Machen wir aber weiter mit der Manövrierbarkeit. Dort haben wir 83 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 35 Knoten. Wendekreisradius 480 Meter. Und die Ruderstellzeit sind 2 Sekunden. Und dann kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 100 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 4,6 Kilometer. Erkennbarkeit zu Luft 2,7 Kilometer. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite sind 2 Kilometer. Und die Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 2 Kilometer. Dann kommen wir noch zur Kapitänsgelung. Dort nutze ich den Alike Burke mit der Basisfähigkeit sicherer Schuss, erhöht die Präzision der Hauptbatterie ihres Zerstörers, was wir natürlich gerne mitnehmen, und geskillt haben wir einmal schnelle Lösung, verbessert die Modulverteidigung gegen Schäden durch Sprenggranaten, erhält die Funktionsfähigkeit von Steuergetriebe und Motormodulen auch nach einem kritischen Schaden, was natürlich super ist, denn in der zweiten Reihe prüfender Blick verbessert die Tarnung des Schiffes. In der dritten Reihe haben wir 1000 Schnitte, verringert die Ladezeit der Hauptbatterie von Zerstörern sowie die der Sekundärbatterie aller Schiffstypen. Denn in der nächsten Reihe haben wir einmal Nebel über dem Wasser, erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers und die Dauer der Nebelwand, die natürlich bei den amerikanischen Kreuzern immer ziemlich geil ist. Mein Kapitän ist allerdings noch nicht auf dem legendären Rang. Wenn dieser auf legendär wäre, würde ich wahrscheinlich unaufhaltsam nehmen. Und bei den Inspirationen, weshalb ich halt wirklich in den Werten so einen krassen Tarnwert habe, das liegt an diesen zwei Kandidaten. Einmal am Erich Bay, dieser verbessert die Tarnung des Zerstörers. Und am Jerzy Swirsky, dieser verbessert ebenfalls die Tarnung des Schiffes. Dadurch haben wir auf jeden Fall diese super Werte und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht, im Herrschaftsmodus, ein Zweier-Dreier-Gefecht hier am Start, 2 Schlachtschiffe im Gegnerteam, außerdem 2 Zerstörer, der Rest Kreuzer. Starten hier direkt beim C-Cap, werden dort auch hinfahren auf jeden Fall.
werden auch mit einer relativ hohen Sicherheit den besten Tarnwert von den Zerstörern hier haben. Aber schauen wir mal. Fahren wir auf jeden Fall nach vorne. Hier die Torpedowinkel einmal. Also wirklich relativ gute Torpedowinkel. Sowohl nach vorne als nach hinten kann man die wirklich sehr gut raushauen. Besonderheit natürlich die Einzeltorpedowerfer. Dort haben wir einen rechts, einen links und einen hinten, der für beide Seiten quasi funktioniert. Das heißt, wir können nach einer Seite zwei Torpedos raushauen, was natürlich nicht viel ist, aber ne, 12 Sekunden Nachladezeit, das ist natürlich einiges, oder beziehungsweise ist es halt gar nichts. Dementsprechend können wir dort einiges an Torpedos raushauen. Schauen wir mal, ob wir auch die Gelegenheit in dieser Runde dafür bekommen. So, fahren jetzt natürlich hier ins Cap rein, versuchen dieses für unser Team hier einzunehmen. Okay, das Cap ist auf jeden Fall blockiert. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist einer der zwei Zerstörer auf jeden Fall hier auf der anderen Seite der Insel. Müssen wir erstmal geduldig sein. Cap ist halt relativ klein. Das heißt, wir würden auf jeden Fall sofort aufgehen, wenn er dort rumfährt. Gleiche gilt natürlich auch für ihn. So, da haben wir einen Kreuzer. Müssen wir mal aufpassen, dass wir da dort nicht in den Weg fahren. Schlachtschiff haben wir dort auch schon mal gespottet. So, da ist der Zerstörer. Die Isiasla. Ich weiß nicht, ob er da rumfährt. Können auf jeden Fall hier mal direkt ein Torpedo raushauen. Schadet auf jeden Fall nicht. In 12 Sekunden ist der wieder ready. Das tut uns nicht weh. Und schon ist der Torpedo wieder nachgeladen. Beachen uns hier ein bisschen an unseren Kollegen. Ist aber kein Problem. Oh, der zweite Zerstörer ist hier auch. So, diesmal hauen wir mal beide Torpedos raus. Gucken wir mal, ob das besser läuft. Ah, der Kollege kommt rum. Oh, lol. Ja, das war auf jeden Fall mal das First Blood. Wir haben natürlich nicht den Zerstörer alleine halb getötet, sondern zeitgleich hatten weitere Schiffe raufgeschossen. Wir haben lediglich nur 900 Schaden gemacht. Und da kommt eventuell der nächste Kollege wieder. Ah, dreht wieder. Die Isiasla kann sich nicht ganz entscheiden. Smoked sich jetzt hier auch. Dort können wir einfach ruhig mal im Nebel die ganzen Torpedos reinhauen. Beide Torpedos raus. Ist auf jeden Fall aus dem Cap rausgefahren. So, die Torpedos sind gleich wieder ready, also... Das ist halt schon ein sehr, sehr spaßiges Schiff. Die nächsten Torpedos sind wieder unterwegs. Ob wir ihn da treffen? Na, der eine sieht gut aus, falls er noch irgendwo drin steht. Okay, weiter geht's. Haben wir Torpedos in einer Tour. Ah, jetzt fährt er da raus. Schade. Torpedogeschwindigkeit ist natürlich nicht die... Die schnellste, das ist halt ganz klar. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Gegner hier auf der Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wir hatten 8 Schiffe hier auf unserer C-Seite. Eins davon ist ja schon gestorben. Das zweite, was gestorben ist, ist auf der anderen Seite der Map passiert, also auf der A-Seite. Das heißt, alle verbleibenden 7 Schiffe sind hier irgendwo vor uns. Dementsprechend müssen wir hier auch ein bisschen vorsichtig sein. Können wir jetzt nicht einfach in die Gegner reinfahren. Blockieren einfach das Cap. Na, schauen wir mal. Traut er sich jetzt? Wahrscheinlich nicht. Aber Torpedos hauen wir einfach mal raus. Die sind eh gleich wieder bereit. So, nutzen jetzt hier auch mal unsere Smoke. Weil ich dachte, dass der Kollege rumkommt. Leider kommt das nicht. Dementsprechend hat wieder gedreht. Hauen wir jetzt hier auch links mal ein paar Torpedos raus. Sind halt irgendwie alle hinter der Insel. Wenn ich da jetzt einmal rumfahre, könnte ich wahrscheinlich mit meinen zwei Torpedos vielleicht einen töten, aber dann wäre es halt für mich auch zu Ende. Unser Team hat die Führung übernommen. Gegnerischer Zerstörer ist aber schon mal raus, das ist super. So, gucken wir mal, ob sich das Schlachtschiff hier wenigstens mal traut rumzufahren.
unsere Einzeltorpedos sind unterwegs. Da kommen allerdings auch noch Torpedos von der rechten Seite von unserem Team. Die nächsten Torpedos können wir auch direkt wieder raushauen. Oh, okay, da wurde die Gangut komplett deleted. Sonst hätten wir da wahrscheinlich ein paar Torpedotreffer drauf gelandet. Wäre die da weitergefahren. Aber gut, noch haben wir ja 5 Gegner über. Noch nicht viel gemacht, außer das Cap blockiert und ja, den einen Kill bekommen. Aber verlieren jetzt hier auch noch mal einen weiteren Kreuzer. Da traut sich der Kollege jetzt hier mal rum. Na, ja, sieht so aus. Ja, hoffentlich gelingt uns jetzt endlich mal ein Torpedotreffer. Es wäre ja gelacht, wenn uns das bei 12 Sekunden nicht gelingt. Direkt ein Feuer gemacht. Sehr schön. Und endlich hat es auch mal geklappt. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Kill Nummer 2 war leider auch nicht mehr so viel über. Aber wir haben noch 4 Schiffe hier auf der Seite. Von daher, noch ist nichts zu Ende. Oh, da haben wir nochmal die Kaledon. Können wir ruhig mal mit AP versuchen. Oh, die Tenryu haben wir auch noch. Leider ist unsere Smoke gerade weg, aber dreifach Zitadelle hier auf die Tenryu. Nochmal 2 Zitadellen hinterher. Noch eine Zitadelle. Und der Torpedotreffer. Sehr geil. Damit haben wir uns gerade den Kill Nummer 3 ergattert. Und die Torpedos sind wieder unterwegs. Ah, da einer trifft auf jeden Fall. Sehr schön. Immer 24.000 Schaden mittlerweile. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir sogar noch die Krake. 2 Kills werden noch fehlen. Weiß nicht, ob wir mit der AP hier durchkommen. 100 Schaden, 110. Das ist natürlich nicht die Welt. Kriegen wir natürlich auch ziemlich aufs Maul. Ein bisschen gierig worden, aber das Game ist halt schon gewonnen und es passiert halt nicht mehr viel. Daher versuchen wir jetzt hier nochmal vielleicht 1-2 Kills bei rauszuholen. Schöne Treffer hier. Müssen jetzt auf jeden Fall wieder vorsichtig sein. Nochmal erlauben, dort rauszufahren können wir uns auf jeden Fall nicht. Aber die beiden sind auch fast tot. Machen wir mal, trifft dann Torpedo. Leider nicht. Leider nicht. So, die Phoenix ist auf jeden Fall raus. Raut er sich hier rum. Das wäre auf jeden Fall super. Geben natürlich jetzt hier auch Gas, weil sonst sind wir wahrscheinlich Geschichte. Ah, Torpedos sehen gut aus. Jo. Kill Nummer 4. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Sehr, sehr geil. Gegnerteam hat auch nur 10 Punkte und ein Schiff. Oh, da müssen wir ausweichen. Okay, ein Treffer haben wir kassiert. Konnten aber so gerade überleben und gleich werden wir auch wieder zugehen. Wir werden auf jeden Fall hier das C-Cap noch einnehmen. Gibt nochmal ein bisschen mehr Basis-EP. Ich hoffe, der Kollege links fährt da jetzt nicht raus, sonst müssen wir jetzt ein bisschen länger warten. Das wäre ärgerlich. 5 Sekunden noch. 4, 3. Ah, jetzt ist er rausgefahren. 4, 3, 34. Ganz normale Mathematik, Leute. Na gut, dann warten wir hier ein bisschen. Ich will jetzt nicht unbedingt gierig den Schlachtschiff dahinterher jodeln. Cap einnehmen und dann gucken, ob wir dann eventuell noch die Krake kriegen. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Game ist auf jeden Fall gewonnen, das ist das Wichtigste und wir hatten eine spaßige Runde hier gehabt mit 8 Schiffen auf unserer Seite, die wir gut aufhalten konnten. 4 Kills haben wir gemacht, natürlich nicht den meisten Schaden. Viele von den Kills waren halt mehr oder weniger schon fast tot. Aber gut, nimmt man dennoch gerne mit. So, das Solo-Cap ist jetzt am Start. Gucken wir mal, ob wir jetzt die Gangut dort noch bekommen. Fährt leider weg vor uns. Wir haben halt 6 Kilometer Torpedos, das heißt, dadurch, dass die so langsam sind, werden wir die natürlich jetzt hier nicht auf 5 Kilometern werfen können, weil die halt niemals ankommen. Ja, ihr seht schon, 5 Kilometer,
würden die halt erst bei 7,4 Kilometer ankommen. Das heißt, wir müssten auf 3,5 Kilometer ranfahren ungefähr, damit die Torpedos ankommen. Und ganz ehrlich, wenn wir einmal aufgehen, wird die Gangwood uns einfach rausnehmen. Von daher, vielleicht dreht er noch in der Runde, dann könnten wir vielleicht noch einen Torpedotreffer machen. Wenn nicht, dann ist das halt so. Hauptsache gewonnen. Ja, jetzt dreht er ein bisschen. Schauen wir mal, Torpedos sind unterwegs. Aber auch die Torpedos von unseren anderen Zerstörern sind halt unterwegs. Von daher gucken wir mal. Könnte noch die Krake werden. Geht alles vorbei. Oh, okay. Das ging nicht da vorbei. Sehr schön. Gefecht ist auf jeden Fall gewonnen. 27.000 Schaden wurden es am Ende. War jetzt nicht so die Welt, aber es war doch schon eine spaßige Runde. Smith auf jeden Fall hier wirklich ein Pfannenbrot, 51 Zieltreffer, auch gut was mit der Hauptbatterie hier geliefert in der Runde. 4 Torpedotreffer, 1 Ausfall, 4 Schiffe zerstört, 2 Brände, 2 Wassereinbrüche, 6 Zitadellen haben wir gemacht gegen die Tenryu. Also auch trotz diesen kleinen 76 mm Kaliber sind da einige Zitadellen definitiv in bestimmten Situationen drin. Ein Solo-Cap haben wir bekommen und das erste Blut. Und im Teamergebnis sind wir sogar auf dem ersten Platz mit 1800 Basis-EP gelandet. Hatten hier aber auch ein paar gute Spieler mit dabei. Die Isokase, die Danae, die haben auf jeden Fall auch eine gute Performance hier geliefert. Bauen uns natürlich noch den Wirtschaftszweig an. 83.000 Kreditpunkte Gewinn gemacht, nimmt man gerne mit. Genauso wie die ganze Erfahrung, die wir hier bekommen haben. Und das soll es auch soweit mit der Vorstellung der Smith gewesen sein. Auf jeden Fall ein richtig spaßiges Schiff, speziell mit den 12 Sekunden Torpedo-Nachladezeit. Das ist natürlich brutal, das macht richtig Laune. Wir haben jetzt in diesem Gefecht gar nicht so viel mit den Torpedos getroffen, immer an 4 Stück. Aber da hat man bestimmt in einigen Gefechten nochmal deutlich mehr Spaß, speziell wenn man dort irgendwelche Schlachtschiffe wirklich befighten kann. Das ist natürlich cool. Dort hatten wir leider in dieser Runde ja nicht wirklich die Gelegenheit gehabt. Das eine Schlachtschiff, was wir getorbt haben, wurde halt schon vorher knapp rausgetorbt. Und das andere ist halt abgehauen und wurde dann halt auch rausgetorbt. Aber ja, da kann man auf jeden Fall Spaß mit haben. Wirklich ein nettes Funboot. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.